Das ist nicht gut. Wenn das passiert, dann sind wir ja. Das wusste ich, das passiert. Ja, aber da ist es gar nicht gut. Und wer nicht geliebt wird, der macht halt solche Scheiße. Wenn das passiert normalerweise, wollen wir auch nicht vergessen, wenn das passiert, dann ist man da so richtig, richtig, ja, man ist halt richtig gefickt. Oh, das ist, der ist sehr gut, der Nick Fury. Der ist nicht easy peasy. Der hat halt schon seine, ja, ich würde mal sagen, hat schon seinen Vorteil. Ja? Also, sein Charakter von Nick Fury ist sehr aggressiv. Ne? Am Anfang kämpft er noch so standardmäßig. Da sagt er sich, ah, ich bin der dumme Nick Fury. So. Dann geht er richtig schön ab. So. Ich natürlich auch. Ich versuche ihn auch natürlich zu killen, aber ich glaube, dass ich das überhaupt nicht schaffe. Ich bin zu einfach zu schlecht. Ich bin aber zu schlecht. Aber wird zu schlecht. Komm, aber jetzt so. Jetzt auf alle dein. Aber jetzt so. Jetzt haben wir es geschafft, ne? Ja, mal. Der Bronze Beckenbauer war doch mal wie am Controller. Da musste der Kaiser ran. Wenn der Kaiser rangeht, der macht es aber immer richtig, ne? Ach ja. Ja, der Nick Fury ist schon Bombe. Also wenn ihr den habt, immer auf höchste Stufe rauf machen, wenn ihr ihn als Duplikat habt, auf jeden Fall. Da könnt ihr nie was falsch machen. Ja. Also Nick Fury ist Bombe. Ne? Also wenn der jemand mir kommt, Nick Fury ist scheiße, Leute. Nee, Nick Fury ist richtig Bombe. Ach Gottchen, ach Gott, ich könnte so viel noch quatschen, aber jetzt. Da würdet ihr dran verrecken an meine Laberei. Ne? Ich kann so viele Beispiele geben. Aber im Ende will ich euch eine Botschaft senden. Ne? Ich war ja eigentlich auch, ich bin so ein Typ, ich bin in der Mitte irgendwann mal geerdet worden. Irgendwann gesagt, komm, wir sind doch alle so fehlerhaft. Luna und das und, ach Gott, das ist, der Lauterbach soll doch dann die Diktatur einführen, der Karl Lauterbach. Der soll das Universum vernichten. Ach doch, alles scheißegal. Und ganz ehrlich, mittlerweile ist man doch froh, dass man gesund ist, dass man, wenn man Familie hat oder Kinder hat, dass denen es gut geht, dass die keine Coronaviren bekommen oder sonstige Viren oder Bebrechungen oder Krankheiten. Es gibt viel Schlimmeres, außer dass der Controller nicht funktioniert, dass das Touchscreen nicht. Leute, es gibt so viel Schlimmeres. Es gibt AIDS, Krankheiten wie AIDS, wie Krebs, Lungenkrebs, Leukämie. Und da gibt es keine Heilung immer, eine garantierte, auch wenn nicht für das jetzt, was gerade hier passiert ist. Ne? Haben wir ja wieder mal gesehen, wieder mal den Freeze-Modus, den neuen Freeze-Modus hat Gebirn eingeführt. Und da gibt es halt eben viel Schlimmeres. Deswegen, Leute, entspannt euch. Ja, ich triggere mit Absicht meine Hater, ich meine Hater liebe. Ein bisschen will ich denen auch ein bisschen zum Nachdenken was ergeben. Aber auch natürlich sollte es zum Nachdenken für alle anderen sein, die nicht meine Hater sind. Ja. Entspannt euch. Da wird noch alles schlimmer werden. Das kann nur besser werden, wenn das Militär einführt und alle Menschen umbringt. Ach, Herr Hippo, dann Zweitstein, Sie sind nah von der Partie hier. Oh, was denken Sie denn? Ich hab schon immer gewusst, dass die Diktatur die beste Lösung ist. Was? Wie beste Lösung? Natürlich! Schauen Sie sich doch mal an! Das Beste ist, wenn natürlich ein neuer Adolf Hitler auf die Welt gemordet wird. Und dann kommen die Impflager. Die Impflager? Ach, hören Sie noch auf. Na, das wäre das Beste, was es gibt, die Impflager. Da, wer sich nicht impfen lassen will, der wird dann einfach gezwungen. Wie gezwungen? Naja, er wird natürlich polizeilich aufgefangen und zusammengeschlagen. Und dann wird der Kopfschuss kommen, wenn er... Moment mal, das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir schon öfters. Naja, das war ja nicht so schlimm, weil man sieht's ja, die Leute, die vergessen schnell. Ja, das ist das Problem. Die Leute vergessen schnell, dass es mal besser war. Und ja, man tun die Leute ja sowieso zu viel. Und deswegen, ob Kabim, ist doch alles total egal. Ja, und
Daher sage ich, Pille-Palle, das war's von mir, von meinem philosophischen Eintrag. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Nein, man sieht sich ja sowieso vielleicht gar nicht. Man weiß, man sich in die Wiese sieht. Einen guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Irgendwie das war bei diesem Two-Man-Show. Und ich sage einfach, Leute, macht's gut. Haltet eure Ohren steif. Hatet euch gegenseitig nicht und gegen andere. Gebt dem Cybermobbing keine Macht. Es ist Liebe in dieser Welt. Adventszeit. Okay, für mich nicht, denn ich feiere die Vernunft und den Glauben, dem jüdischen Glauben. Ja, also ist mir dann halt doch eher lieber die jüdische Tradition. Aber ansonsten, wenn es ihr feiert, wenn es ihr Christen seid oder Atheisten oder Bettinisten oder Makelisten oder sonstiges, feiert es einfach mal die Tage so mit der Familie am besten, in Verwandtschaften. Denn ab nächstes Jahr, da wird es natürlich angefahren, der Diktator! Und dann werden Ruhe jetzt. Also wirklich, Herr Führer. Also ab nächstes Jahr, ne, wird alles besser. Edgy Badgy schlimmer. Aber scheiß drauf. Das ist doch das Schöne dabei. Es kann nur besser werden. Und daher, meine Wenigkeit gleich weg. Gleich den Laber-Arsch zu Ende. Denn wir wollen ja noch den Kampf zu Ende machen. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ja, der Kampf. Es gibt nämlich Leute, die tun sich sehr schwer und ich tue mich auch sehr schwer mit dem